Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Oh, das macht mal gar nichts, Clan Gamer. Oh, macht doch gar nichts. Kannst du auch nicht wissen, dass ich ein Video mache. So, ich habe heute mal wieder ein Video vorbereitet von MW2. Und bevor es losgeht, ist es live kommentiert. Und ich habe natürlich auch ein Thema vorbereitet, was jeden mal betreffen wird. Oder vielleicht habt ihr schon Erfahrungen gemacht. Ja, hässlich. Hässlich. Fühlt ihr euch schön? Diese Frage will ich euch jetzt einfach mal so stellen. Ob ihr euch attraktiv findet. Und ja, habt ihr manchmal Selbstzweifel von eurem Aussehen? Ich kann euch viel erzählen. Und ja, wisst ihr, es gibt ja Menschen, die total selbstverliebt sind. Das sind Leute, die kennt man halt einfach. Vielleicht von der Schule oder von irgendwo anders. Den merkt man einfach schon an, ihre ganze arrogante Art. Ohne jetzt diesen Menschen anzufeinden oder so etwas. Ja, einfach so machen, oh, ich bin die Schönste, ich bin die Beste, und ja, immer in ihren Spiegel schauen. Immer gucken, dass sie perfekt aussehen. Und wenn sie nicht perfekt aussehen, gar nicht erst rausgehen. Ja, dafür gibt es eigentlich eine Krankheit, die heißt Narzissmus. Narzissmus hat nichts mit Nazis zu tun, mit Rechtsradikalen, sondern das ist eine Krankheit, wo es darauf geht, dass die Person selbstverliebt ist. Das ist teilweise sehr schlimm, weil die Leute eigentlich kein richtiges Selbstbewusstsein haben. Ja, ich bin auch keine Augenweide, würde ich mal sagen. Ich bin kein Model, um es mal so zu sagen. Ich würde wahrscheinlich in diese typische Gamescom-Ding reingehen, ne? Bart, verwirrte Haare, bleiche Haut. Bin ich doch eigentlich das typische Opfer, würde ich mal sagen, im Deutschen. Ne? Und ja, Gott sei Dank wurde ich bisher eigentlich nur angesprochen wegen, ja, Pumuckl. Pumuckl. Das war eigentlich alles, weil ich eigentlich einmal immer alles richtig gemacht habe. Ich habe nie Streit gesucht. Nie, in meinem ganzen einzigen Leben nicht. Nie, niemals. Ich habe noch nie jemanden geschlagen in meinem Leben. Noch nie. Noch niemals. Noch nie. Das muss ich hier nochmal wirklich sagen, damit man das auch überhaupt versteht, dieses ganze Video. Ich habe auch nie jemanden gemobbt in meinem Leben. Weil das einfach... Ja, ich sag's euch ganz ehrlich, das ist krank. Mobber sind einfach kranke Menschen. Ja. Was habe ich gemacht, als mich Leute Pumuckl genannt haben? Ich bin einfach zum Rektor gegangen. Damals natürlich sofort Petze, Petze, Petze. Du Petzer, du Petzer, du Petzer. Auf jeden Fall gab es da ein Gespräch. Und dann wurde eben die Leute, die mich da als Pumuckl bezeichnet haben, wurden die Eltern informiert. Und dann, na, wisst ihr, was dann passiert ist? Die haben Anschiss bekommen. Und es hat aufgehört. Wisst ihr, es gibt halt heutzutage in Deutschland, und das ist überall in allen Berufszweigen so, es gibt Mobbing. Das kann sein Konkurrenz, das kann sein, dass man vielleicht sein Selbstbewusstsein aufpäppeln will und einen dann fertig macht. Zu leugnen, dass es kein Mobbing gibt, ist eine Lüge. Und dass Mobbing ein Einzelfall ist, ist auch eine Lüge. Und da dieses Video vielleicht mindestens 50 Klicks hat, gibt es mindestens einer, der schon gemobbt wurde und mindestens einer, der schon gemobbt hat. Mit Mobber sich jetzt zu diskutieren will ich nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Weil Mobber immer die Ausreden haben, ach, der ist doch selbst schuld, der ist doch selbst schuld. Ja, selbst schuld. Sehr krank. Ich wollte dieses Video einfach machen, damit einfach mal hier ein bisschen aufgeräumt wird. Und jedem
Person sagen, die gemobbt wird, geht zur Polizei. Das ist natürlich erstmal ein Schritt, wo man denkt, das ist totale Übertreibung. Aber Mobber zerstören die Seele von Menschen. Ja, ich hätte mich auch fast umgebracht. Sonst wäre ich jetzt nicht mehr hier. Ja, sonst hätte ich jetzt... Gäb's hier, der junge Zocker gäb's gar nicht. Ich habe mich nicht umgebracht. Also ich finde schon, und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen Abonnent vielleicht hart, dass Mobber mindestens eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren bekommen müssen. Egal welches Alter. Ich meine, der kann jetzt 13 sein, der kann jetzt 14 sein, der gehört 2 Jahre weggebuchtet. Damit er in seinem Leben begreift, was er da eigentlich getan hat. Weil Mobber hören nicht einfach so auf. Das ist jetzt fatal zu sagen, ach, der Mobber hört doch irgendwann mal auf. Der gehört eigentlich 2 Jahre weggebuchtet. Und jetzt frage ich einfach mal, seht ihr das auch so? Findet ihr das gut, wenn ich jetzt sage, 2 Jahre wegbuchten und er hat seine Lektion gelernt? Weil es werden so viele Leute begehen Selbstmord. So viele Leute durch Mobber, teilweise sind das 11-jährige Mobber, 12-jährige Mobber, und die haben Leute auf dem Gewissen. Das sind Mörder. Mörder, seelische Mörder, die verbreiten mit ihren seelischen Gewalt oder mit ihren seelischen Sachen, zum Beispiel mit ihren seelischen Beleidigungen gegen das Mobbingopfer, ja, eigentlich bringen die einen dazu, dass man Selbstmord macht. Also sind das Mörder in meinen Augen. An denen hängt Blut. Und wenn jetzt ein Familienvater zuguckt, der vielleicht einen Sohn hat und eine Tochter hat, der vielleicht mobbt, da muss ich dir auch wirklich sagen, dass dein Sohn oder deine Tochter Blut an den Händen hat, wenn sich irgendwann mal jemand dadurch umbringt, weil dein Kind einen Mitschüler gemobbt hat. Dann ist dein Sohn ein Mörder, dann ist deine Tochter eine Mörderin. Ne? Muss ich einfach mal sagen. So, das war's eigentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt nicht schockiert über diese ganzen Infos. Und über meine Sachen, wie ich dazu stehe, dass ich mich fast selbst umgebracht habe, reicht, glaube ich. Also wirklich hohe Strafen für Mobbingopfer. Bam!